Und wir bleiben bei der Bildung. Ein Thema, an dem auch die älteren Semester nicht mehr vorbeikommen, heißt Medienkompetenz. Denn die Digitalisierung umfasst mittlerweile alle Lebensbereiche. Um die Jugend auf die Medienwelt von Social Media bis hin zu Fake News vorzubereiten, gibt es ab Herbst ein neues Schulfach. Digitale Grundbildung heißt der neue Pflichtgegenstand. Ab dem neuen Semester ist das neue Schulfach für die Kids der ersten drei AHS-Unterstufen und Mittelschulen Teil des Lehrplans. Warum das so wichtig ist, darüber haben wir mit Medienpädagogin Sonja Messner von Akzente Salzburg gesprochen. Die Digitalisierung durchdringt heutzutage all unsere Lebensbereiche. Das Wirtschaften, Arbeiten, Schule, Kommunikation, ja im Prinzip unser gesamtes Zusammenleben. Und die Pandemie hat die Digitalisierung nochmal kräftig angeschoben. Als Gesellschaft können wir mit dem technischen Fortschritt kaum Schritt halten. Darum hat sich für Medienpädagogin Sonja Messner eine wesentliche Erkenntnis ergeben. Keine Digitalisierung ohne Medienbildung. Es geht darum, dass auch wenn die Ausstattung mit digitalen Medien und die Infrastruktur ausgebaut werden, muss im Zuge dessen gleichzeitig die Bildung darüber stattfinden, was mache ich damit, wie mache ich das, wie nutze ich das auf einer sinnvollen, kritischen, bewussten, kompetenten Art und Weise. Da geht es dann um so Dinge wie Urheberrecht, Recht am eigenen Bild. Da geht es auch um Dinge wie Medienbalance, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Da geht es um Kommunikation im Internet, Cybermobbing. Also es sind einfach gewisse Herausforderungen da und ich kann Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen nicht einfach digitale Endgeräte in die Hand drücken und sie nicht gleichzeitig darüber aufklären, was ja, wie und was eben auch nicht. Ein Kernelement in der Medienwelt sind Nachrichten. Doch die Hälfte der Jugendlichen informiert sich kaum über aktuelle Ereignisse. Das hat letztes Jahr eine Studie zur Nachrichtenkompetenz junger Erwachsener gezeigt. Der Hauptgrund dafür ist, dass ihnen bei journalistischen Nachrichten oft der Bezug zu ihrem persönlichen Alltag fehlt. Das Problem ist häufig, dass die Nachrichten in der Sicht der Jugendlichen für sie nicht relevant ist, für ihr Leben nicht relevant ist. Also für Jugendliche, so ergeben es Studien, für Jugendliche ist es nicht wahrnehmbar, dass Nachrichten für ihr unmittelbar eigenes Leben eine Relevanz haben. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo die Nachrichtenmachenden sich eben auch überlegen könnten, okay, wie können wir Jugendlichen aufzeigen, dass Weltgeschehen im weitesten Sinne sehr wohl auch für sie persönlich relevant ist für ihr Leben. Journalistische Anbieter tun also gut daran, die Relevanz ihrer Nachrichten für junge Menschen sichtbar zu machen. Außerdem gilt, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Sprich, wenn junge Menschen nicht zur Zeitung greifen, muss die Zeitung eben zu Instagram und TikTok wandern. Das wäre zum Beispiel eben auch ein Segment, wo Nachrichtenmachende aufspringen könnten, dass sie sagen, okay, wenn wir Nachrichten für Jugendliche machen wollen, dann auch auf den Kanälen, wo sich Jugendliche aufhalten. Und das wäre jetzt zum Beispiel aufgelegt Instagram und TikTok, dass man sich da positioniert und in dieser Sprache, in diesem Genre, wie diese Plattformen funktionieren, Serious Content oder eben Nachrichten positioniert und sie da die Jugendlichen einfach auch abholt, wo sie ja tatsächlich stehen. Per se ist es also nicht schlecht, wenn Jugendliche ihre Nachrichten vorrangig auf sozialen Medien konsumieren. Ein bekanntes Problem ist allerdings, dass User und Userinnen dort nur mit ausgewählten Inhalten konfrontiert werden. Stichwort Algorithmen und Filterblasen. Da ist es so, dass die Gesellschaft, würde ich meinen, nicht nur Jugendliche, aufgeklärt gehören, woran erkenne ich denn jetzt eben Qualitätsjournalismus, wie kann ich Quellen beurteilen? Also, dass ich mir das einmal im Detail anschaue, dass ich mal ins Impressum reingehe, dass ich mal nachlese, was steht denn in der Blattlinie drinnen zum Beispiel. Also diese verschiedenen Aspekte, auf die es da zu schauen gibt. Und die Filterblase, in der man sich ein Stück weit einfach bewegt. Und auch hier sind wir wieder bei der Aufklärung, nämlich sich eben auch dessen bewusst zu sein, hey, das ist ein Stück weit eine Auswahl, eine Bubble, in der du da drinnen bist.
Und die Realität, die Wahrheit ist aber viel, viel mehr und viel, viel weiter. Also dieses Bewusstsein darüber, wir haben eine Filterblase, wir bewegen uns in Filterblasen, aber es ist eben auch trotzdem noch wichtig, darüber hinauszuschauen und trotzdem offen zu bleiben. Das ist auch so ein Aspekt, der zur mediengebildeten Gesellschaft dazugehört. An den Schulen reagiert man auf diese Herausforderung nun mit der Einführung eines neuen Pflichtgegenstands. Ab kommendem Schuljahr wird an Mittelschulen und AHS-Unterstufen digitale Grundbildung unterrichtet. Medienbildung ist ja ein Gesellschaftsthema und insofern ist es auch gut und wichtig, dass das in der Schule stattfindet, weil die Schule soll die Kids aufs Leben vorbereiten. Insofern ist es naheliegend, dass das auch dort stattfindet, die Medienbildung. Das passiert jetzt ab Herbst im Schulfach Digitale Grundbildung, wo ein Aspekt neben anderen auch der Punkt ist Informationsbeschaffung, Bewertung, Quellenkritik. Was sicherlich sehr sinnvoll und gut ist, dass die Schülerinnen das einfach auch im Kontext Schule auch schon lernen. Und übrigens, der beliebteste Dienst zur Kommunikation unter Jugendlichen ist zwar WhatsApp, aber als wichtigste Nachrichtenquelle nennt jeder dritte 12- bis 19-Jährige, man glaubt es kaum, nach wie vor das Fernsehen. Als Dankeschön bringen wir ein bisschen Dog-Content.